Du hast einen Lava-Eimer dabei gehabt. Natürlich hat sie einen Lava-Eimer dabei gehabt. Oh, gib mir meine Sachen wieder. Aus sicherer Entfernung. 24 Level. Adieu. Soll ich dir helfen? Schweinis, meine Schweinis wieder reinkriegen. Du musst ja einfach mit Karotten locken, die wachsen doch bei dir. Ja, aber das sind doch solche blöden Viecher, die kommen doch wieder nicht. Die sind doch so blöd für die einfachsten Dinger. Wo wachsen denn bei dir überhaupt Karotten? Hier vorne, in der Ecke. Ich trau dir nicht. Doch so. Ja, hier hinten in der Ecke wachsen die, guck mal. Ja, komm mal her. In der dunklen kleinen Ecke da vorne. Also, wie kommt man denn hier von meiner Burg wieder runter? Ich hätte einen Aufgang bauen müssen. Diese blöden Viecher. Nee, das lag daran, dass ich mit der Karotte von oben gekommen bin. Nee, die sind ja auch nicht durchgekommen durch das Tor. Die sind so fett. Die sind so fett? Dann müssen wir die von hinten anstoßen. Zack. Hab ich ja gleich gar keine mehr. Eins ist drin. Komm, zwei. Machen wir ein bisschen Inzucht hier. Zwei Stück sind drin. Zack, wie in Österreich. Zack, der dritte. Der ganze Keller war voll. Ja, so war das auch in den Nachrichten. Ich hole mir Karotten so. Geh rein. So, die kommen da alle rein. Wir haben sicher drei Stunden gebraucht, um diese scheiß Schweine hierher zu bringen. Ich wollte es nur mal sagen. Ja, die kommen doch alle rein. Ja. Guck mal, wie die hier reinkommen. Du musst ja, bei mir nicht, siehst du? Die hassen mich. Die hassen dich nicht. Die gucken mich nur doof an. Wer so schön einen schwarz-roten Pornokeller hier macht, nur für Schweine, ohne Tageslicht, den kann man doch nicht hassen. Die haben ja nicht mal eine Suhle hier, wo sie sich irgendwie mal in Schlamm oder sowas. Gar nicht. Oh, den Lava-Eimer sollte ich jetzt nicht. Ich hau dir jetzt mal mit dem Steak rein, okay? Jo. Das ist jetzt pietätlos. Geh rein. Zack. Und du gehst auch rein. Ich will dich ja nicht umbringen. Oh, dann lock die doch mal mit der blöden Karotte zu dir. Ja, mach ich doch. Ich hab doch eine in der Hand die ganze Zeit. Ah. Ja, aber du stehst so passiv da. Ich dachte, die Viecher sind dumm. Dado, findest du das auch gerade so amüsant? Ich bin gerade schwer beschäftigt. Die sind saublöde, definitiv. Oh, scheiße. Jetzt hast du wieder eins. Ja, das war ich. Ich wollte ein anderes. Nein. Ich wollte nicht mein Dia-Schwert nehmen. Ich hole noch ein anderes. Komm her, komm. Zack. Guck mal, das Schwein guckt so traurig. Ihr paart euch. Warum kommen jetzt die Schweine zu mir? Oh, jetzt machen sie hier einen Dreier. Komm mal, hier kommen noch welche. Komm. Zack, einer, noch einer drin. Und noch ein. Hier los, komm. Mu. Ich bin nicht Kiri. Das Schwein ist so blöd. Nee, ich darf jetzt keinen Lava-Eimer nehmen hier. Nein, den brauche ich ja noch. Den Lava-Eimer? Ja. Echt? Ja. Für was brauchst du denn jetzt Lava? Das macht mir Angst. Geh rein nur jetzt. So. So, hab alle drinne. Juhu. Jetzt muss ich nur noch raus. Ah. Du musst auch wieder Schweine zumachen. Ach so, guck mal, ja. Ich hab noch eingepaart. Kommt, amüsiert euch, Schweinchen. Ja, war es ja eine Schweinerei. Guck mal, so einfach. Willst du denn ein paar rohe Schweine haben? Nein. Nicht? Meine ganzen Kisten sind voll. Warte. Hier, komm mal her. Hier hast du Karotten. Meine Sachen. Zum Paaren. Meine Eisensachen wären mir lieber. Ja, die kommen doch noch. Eimer. Also, ich habe schon mal ein Steinschwert. Er packt sehr viele Sachen immer ein. So. Mehr brauchst du nicht, oder? Doch. Ich hab dir jetzt ein Steinschwert doch, schon gegeben. Mehr. Aber ich hatte meine ganzen Eisenrüstung. Ich gönn mir nur doch was. Ich kann mir nicht mehr Diamanten leisten. Ich schmeiß dir doch alles hin. Ja, guck mal. Ich mach schon. Danke. Und danke. Das hier. Nein, dein Schwert fehlt noch. Dein Eisenschwert. Ah, und mein Eimer. Oh, ja. Soll ich dir den wirklich geben? Ja. Dann pack deine ganze Ausrüstung erstmal in eine Kiste. Warum? Na, weil du jetzt einen Lava-Eimer hast, dann ist er wieder alles. Ich bring mich nicht um. Bin ja nicht so blöd. Nee, blöd bist du nicht, aber mit dem Umbringen glaube ich dir nicht. Bitteschön. Hinter dir. Ah, da. Dankeschön. So, Leute. Evakuierung, die Insel muss geräumt werden. Ich baue extra höher, damit sie erst gar nicht hochkommt. Irgendwann wird sie aus deiner Hütte wahrscheinlich noch irgendwie sowas wie einen Vulkan machen oder sowas. Ich werde einen Vulkan aus meiner Hütte machen. Irgendwann läuft es dann rund. Das ist dein 12. Bauprojekt, ne? Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt immer noch was. Ey, ich habe nichts von dir. Was brauchst du nur? Ich glaube auch, dass dir noch irgendwas fehlt. Und ist mehr. Ja. Du hattest definitiv mehr gehabt, doch. Ja. Ja. Ein paar Diamantschwerter und sowas hatte ich. Mhm. Ach so, ne, da weiß ich, wo die sind. Da musst du nur 18 Hebel bedienen.
Nee, lieber nicht. Bei Dalu und dann passt es. Der hasst mich ja auch schon so. Da gehe ich nicht ran. Ja, der hat mich ja heute wieder 2-3 Mal umgebracht. Du hast mich 2-3 Mal in meinem Haus umgebracht. Das stimmt gar nicht. Du hast mich runtergeschmissen. Nein. Mit dem Wasser. Nein. Doch. Ich hab's. Hab ich's aufgenommen? Hab ich's? Nein. Natürlich hab ich's. Au. Ach ja, mein Gott. Geh da jetzt mit der Lava hin. Ist mir egal. Ihr seid so liebenswürdig. Ist der Wahnsinn. Ja, ne? Ja, definitiv. Ich bin schon fast neidisch. Ich würde auch gerne mal so eine harmonische Aufnahme haben. Ach. Und Blaze, was machst du jetzt immer noch? Ich gammel in meiner Höhle rum. Bisschen XP farmen, bisschen Tier farmen. Meinst du, also du meintest mit deiner Höhle das Ding, was über der Treppe ist, ne? Mhm. Und warum machst du aus deiner Höhle nicht mal ein Zuhause? Hab ich doch. Ja. Du hast gesagt Höhle. Du hast Dalu aus dem Herzen gesprochen. Mal ganz ehrlich, was meinst du, warum Dalu die ganze Zeit umbaut? Weil er Angst davor hat, dass Langeweile? Du ihn mal irgendwann toppst. Ach du, ich hab heute mein Haus ein bisschen verschönert. Jetzt ist es eigentlich relativ wohnlich. Ja, aber da ist eigentlich das Wort. Ich guck mal vorbei. Wenn ich hier also es ist zumindest nicht mehr so nackt wie vorher. Aber Kiri, du weißt schon, dass es gefährlich ist da oben, ne? Ja. Aber wir haben ja kein Harpe dabei. Ich habe eine Küche, einen Essbereich. Oh, sieht ja richtig hübsch schon aus. In der Küche kannst du direkt was reinschmeißen. Ich habe einen Fernseher, eine Couch. Dabei. Ja. Genau. Feier habe ich auch dabei. Oh, das soll ein Fernseher sein, die Wolle? Ja, mir ist nichts anderes eingefallen. Lass mal ein paar Hühner frei. Oh, tu dir keinen Zwang an. Aber nur ein paar Eier dabei. Auch nur so 10 Stacks, ne? Eins kam raus, schade. Naja. Beim nächsten Mal. Kann ich ihn ja auch mal sitzen lassen, dass hier immer jeder sagt, oh, was ist denn das für eine Bude? Doch, kann sieht sein. Sieht aber doch ganz nett aus. Ja, ich bin da immer so unkreativ. Au! Ich auch, tröste dich. Vor allem der Spielpirat, der drückt es einem immer so richtig rein. Das ist ein ganz schlimmer. Was mache ich denn immer? Ich, ganz ehrlich, sei doch mal zufrieden, dass einer überhaupt Schwein umringen, Hühner umringen. Leute, die müssen weinen. Oh, das ist kein Schlachthof. Der Schlachthof. Ich weiß immer gar nicht, warum ich immer alles aus eurer Sicht so falsch gemacht haben soll. Du bist so ein gemeiner Mensch. Eigentlich bin ich doch liebenswürdig. Du bist so fies. Ein bisschen vielleicht. Ein klein wenig. Ab und zu, manchmal. Für deinen Überbau da oben. Ich wünschte. Ja. Nein. Mehr Lapis? Hast du welche? Du hast ja nichts mehr, Blaze. Doch, ich hätte für dich sogar nicht mal wenig. Und da könnten wir so einen Deal fürs Zuckerrohr machen. Ja. Weil ich habe ja von dir heute schon Zuckerrohr bekommen. Ja. Sag mal, ich jetzt gleich immer wieder runter. Alter, ganz ehrlich, du tauschst gegen Zuckerrohr? Lapis, was du da unten kriegst? Zuckerrohr steht hier überall am... Naja, gut. Was will ich im Moment mit Lapis? Zuckerrohr aus den Bergen ist ja was anderes als unten. Ich habe ganz, ganz viel schönes Zuckerrohr. Mit viel Liebe angezüchtet. Siehst du, du kriegst ein Liebeszuckerrohr. Ja. Aus einem Puff. Viel Puff. Die Scheiben sind schon sensationell. Hallo, lieber Golem. Bin ich jetzt? Hast du noch eine Tierärztin? Irgendwann klaue ich dich mal. Oh Moment, ich sehe hier 2 Namen in meiner Burg. Was ist hier los? In die Ebene 3, dann töte ich dich. Schön. Ich muss nur einmal Töte sehen in den Chat schreiben und das war's für dich. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Also ich muss dir sagen, dass das nicht stimmt. Ach, was? Ach, Haltbarkeit ist auch gut. Oh, ich krieg einfach keine Glücksspitzhacke. Ich werd verfolgt, ich hab Angst. Ja, der Befehl ist schon auf Anweisung jetzt. Nein! Also steht schon im Chat, er muss nur noch Enter drücken. Ja. Du.
Wird nicht witzig Atmen enden. 1 ist cool. Warum? Ich habe doch gar nichts gemacht bislang. Noch nicht. Ja, ja, eben. Anwesenheit mit Lava-Eimer reicht. Dalu, kommst du vorbei? Wo bist du? Bitte? Wo bist du? Oben im Haus. In meinem? Nö, ich in meinem Haus. Ich bin aber gerade auf meinem Turm und bis ich hier... Aber also holen könntest du es dir schon, ne? Das würde ich auch machen, ja, ja. Ich dachte, ja, wir liefern hier. Überleg. Oh, liefern was? Auch noch? Nee, das, da habe ich keine Zeit, nicht. Hast du nicht? Ja. Ich gebe dir 30 Sekunden, um von dem Turm runterzukommen. Warum? Ich guck doch nur. Oder sag, gib mir den Lava-Eimer. Ich guck doch nur. Gib mir den Lava-Eimer. Hat jemand von euch... Hat jemand von das euch... Das könnte ich jetzt so schön hier oben haben. Boah. Was willst du? Jemand von euch Kohle? Ja. Nötig, ja. Ah, ich würd gerne irgendwie Kohle erfragen. Ja, was hast du zu bieten? Wie viel brauchst du? Nein, frag erst, was er zu bieten hat, nicht was er braucht. Ich bin denn halt nett, nicht so wie du. Was hast du denn, Spiel? Sag mal, Dalu? Nein. Frage. Du hast doch, glaube ich, irgendwo sowas wie Endportal-Rahmen gesetzt, oder? Ja. Ich habe auch noch 10 Stück und ich würde gerne nachts mal bei dir vorbeischauen. Die Frage an der Stelle wäre jetzt einfach nur, hast du Kohle? Ich habe noch über 30 Endportal-Rahmen, ja? Dein Bunker könnte ein ganz neues Innenleben bekommen. Gar kein Problem, baue ich einen neuen. Dann baue ich halt eine neue Burg, meine ist eh fertig. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich muss neu anfangen. Ein bisschen Lava? Ich muss neu anfangen jetzt. Ich baue ein neues. Puh, das war einfach schön. Ich baue einfach Tarumaru ein. Und gut ist. Jetzt dann kommst du nicht mehr voran, wenn er eingesperrt ist. Jetzt willst du nur noch einen Screenshot von der Burg geben und das war's. Dann ist sie fertig. Scheiße. Und wird nicht immer mehr bewohnt. Nö, die verkaufe ich. Dann klaue ich sie dir. Nee, das nicht. Also wir haben überall Fallen, die auf Knopfdruck. Das wird jetzt also vermietbar. Ist das. Er treibt ja schon einen gewissen Kuhhandel. Ja, definitiv. Oh. Die Frage ist nur, wer die Kuh ist. Also Kide, was bietest du? Du hast eine super Aussicht, das ist momentan das höchste Haus im ganzen Dorf. Du hast deine Tierzucht hinterm Haus, Garten vorm Haus, einen eigenen Fluss, Lava-Becken, ich hab ein Tierbordell. Golem, Tiere hast du auch überall und die haben hier alle Platz. Jo. Ja. Ich biete dir einen Keks. Das ist mit Liebe gebacken. Keks? Was braucht denn Kiri von dir? Was? Ja, mein Haus. Echt jetzt? Wenn du das nicht willst? Was heißt, wenn ich das nicht will? Ich baue hier jetzt noch Fallen ein für Leute, die hier nicht hingehören. Ich gehöre hier nicht hin. Okay, ich gehe schon. Danke, das reicht. Tschüss. Kann man eigentlich nichts mehr angeln? Tiere oder sowas? War doch mal früher möglich, oder? Kann man, also ich weiß Fische es gar nicht. War doch mal so... Achso, doch, kann man wieder hauen, okay. Letzt wie viel Lapis Lazuli hast du denn? Ich hab dir 3 Stacks zurechtgelegt. Aua. Shane. Könnte vielleicht sogar reichen. Ich brauche noch mal ein paar Level. Darf ich bei dir töten gehen? Wenn sein muss. Du, ich versuche auch alles auf dem Weg dahin irgendwie umzubringen. Wo ist Dalu? Nee, Dalu hat sich wahrscheinlich in seiner Burg verkrochen. Brauche ich nicht. Du bist gemein. Ich bin nicht gemein. Doch. Du hast gesagt, nicht so abhauen. Habe ich nicht gesagt. Doch. Ich glaube, ich töte mal ein paar Schweine. Viel Spaß. Komm jetzt auch wieder zurück. Was ist denn das da schon wieder? Die Kühe sind besser. Ja. Ich habe auch mehr Weizen, von daher passt das. Ah, super. Du hast noch Weizen dabei? Nö, aber irgendwo in meinem Haus habe ich Weizen. Da darf ich ja leider nicht rein, sonst würde ich ja nachpflanzen. Warum? Weil da kommen wir dann nicht mehr raus. Nee, da werde ich definitiv an Augenkrebs erkranken erstmal bei dem. So, lass dir sowas nicht gefallen, das ist doch asozial. Ey, dieses Wort. Ach, das Wort ist momentan ja top. Ja, das könnten wir eventuell mal sein lassen, oder? Augenkrebs. Ist doch hübsch hier drin, das ist richtig wohnlich. Also Augenkrebs war jetzt nicht das gesuchte Wort, Kiri. Du hast das Rätselslösung verfehlt. Da habe ich es wieder nicht mitbekommen. Nee, hast du wirklich nicht. Ist wahrscheinlich auch besser. Wahrscheinlich. So, wo ist denn? Da ist mein Weizen.
So, ich hab's alle gezüchtet. So, aber ich brauche immer noch mehr Leben. Also Level 4 reicht ja nicht. Ja, ich hab wieder alle verloren. Woran das wohl lag? Ich weiß es nicht. Du bist doch gar nicht gestorben auf meiner Burg, oder bist du beim Runtergehen gestorben? Nee, ich wurde hier ja schon vorhin geprügelt. Ich glaube, so ein Pirat hat den Säbel ausgepackt. Jo. Was? Ganz ehrlich, also ich habe ja nun wirklich Geduld bewiesen, ja, aber als du bei 5 Leben dann ein Schwert ausgepackt hast und mich dann runterkloppen wolltest, so ganz hinterhältig. Ich bin noch immer ganz lieb. Ja, du bist auch schizophren, kann das sein? Genauso wie da, nee, wie Blaze. Oh, jetzt wollte er mich beleidigen. Ich hab's bei Dado nochmal zurückgezogen. Voll schizig. Der hat was anderes. Aber das können wir ja nicht sagen. Ich bin asozial. Nein. Ist der Witz ist noch nicht verjährt oder was? Der Witz ist ja noch zu aktuell. Ist das noch nicht wert? Okay, dann. Wieso hab ich dann einzelnes Huhn bei meinen Schafen? Na, weil hier überall die ganze Hühner. Ich glaube, Dalu war mal irgendjemand, der Eier geworfen hat, als wir die Weihnachtsprovision hatten. Nein, sowas also. Ja, habe ich irgendwas mitbekommen. Chicken Run, Hennen Rennen. Au. Oh ja. Hühnchen. Warum kriege ich diese hässlichen Erfahrungspunkte jetzt nicht? Kacke. Die haben. Naja, gut. Ups. Da haben wir sie wieder. Hervorragend. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin. Tschüss. Runde vorbei. Tschüss. Der kattet auch nach jedem Satz, ne? Ja, tu ich. Okay, du hast dich verlaufen. Irgendwie vermisse ich meine Lava zum Reinfallen. So, ich fang mal an. Yo. Hallo! Yo, hallo! Yo, ho! Und eine Butterfly-Bomb. Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt in einer weiteren Runde. Gestrandet mit den anderen Opfern. Damals war ich bei den Dalu. Ach, Dalu sagt zum zweiten Mal nichts. Hallo. Warum auch sich erwähnen? Ich meine, er ist sowieso nicht erwähnenswert. Ist einfach nicht nötig. Nee, richtig. Dann haben wir den Blaze. Yo! Der nicht so abgehoben ist. Dann haben wir die liebe Kiri, die, die hinterhältige Kiri. Einfach mal so angesprochen jetzt. Ja, stehe ich so. Ist ja okay. Bin gern gemein. Kriege ich ja auch gleich wieder zurück. Ja, und ansonsten bin ich auch noch dabei ab und an. Und wir machen hier gerade mal so ein paar Eierweitwurfgeschichten. Nein, ich habe mir gerade ein paar XP geklaut und wollte, nachdem ich alle Hühner getötet habe, noch ein paar Eier reinwerfen. Nein, Kiri, nicht bei dir, brauchst nicht rausrennen. Was? Ich stehe doch nur hier. Mit dem Schwert. Ganz unauffällig. Weiß doch nicht, wo du stehst. Tot. Tot. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Haus ist irgendwie fertig und ich habe nichts zu tun. Nächste Projekt anfangen. Ja, ich weiß ja auch nicht, was. Neues Haus. Ja, ein neues Haus gar nicht schlecht. Aber das ist doch hübsch. Deins? Ja. Sag mal, hast du den Turm eigentlich gebaut gehabt? Ja, ne? Das war dein Turm? Ja. Hübsch? Ja, ne? Total. Was mit dem Feuer da oben? Hast du das Feuer da oben gemacht, oben drauf? Ja. Oder? Warum? Ja, weil es ja ein Leuchtturm sein sollte und es aber nicht leuchtet. Nee, ist ja auch Feuer. Ja, habe ich extra gemacht. Hast du schon mal ein Leuchtturm gesehen mit offener Flamme? Ja, jetzt schon. Aber ich habe auch nicht erkannt, dass es ein Leuchtturm war. Ja, Entschuldigung. Ich hatte immer so rot-weiß in Erinnerung. Und ich meine, du bist die Einzige, die hier gerade Wolle züchtet. Dementsprechend dachte ich, dass du da so... Weißt du? Aber ich habe mich ja an Bioshock gehalten. An Bioshock? Ach so. Ja. Ja, hey und herzlich willkommen hier bei Gestrandet Bioshock. Ja. Ich wollte auch unter Wasser was bauen, aber das geht nicht, weil ich dann mal ersaufe. Du musst ja auch erst den Raum aus buddeln. Ja, aber wenn ich da eine ganze unterirdische Stadt hin möchte, das geht ja nicht. Du musst dir eine ganze unterirdische Stadt? Ja, also ich will Rapture nachbauen. Ich wollte eigentlich auch, aber das Problem ist halt, dass ich einfach keine Dings habe, ne? Dings, ja. Genau, du auch nicht, ich habe auch keine Dings, ja. Dingsies? Kein Optifine.
Und also ah. wenn man kein klares Wasser hat, kann ich so irgendwie gar nichts sehen, das finde ich hacke. Gibt's glaube ich auch noch gar nicht für 172. Nee, gibt's in der Tat nicht. Leider. Dalo schuld. Genauso wie eine anständige Minimap. Ja, hau ihn. Geklaut. Ja. Ist noch kaum was für 172, oder? Nicht wirklich, ich hab gar nichts gefunden. Weil das ja mittlerweile alles über Forge läuft. Du sagst es so abwertend, als ob es was Schlimmes wäre. Weißt du, früher hast du deine Minecraft-Dings aufgemacht und hast du das Zeug reinkopiert. Früher war alles besser gewesen. 1.0 von Minecraft. Es war einfacher. Als Minecraft noch gar nicht auf dem Markt war. Weißt du, ich hab das schon mit der WG durch, als ich den Server auf Forge gebracht hatte, 3 Stunden lang. Und von 4 Leuten konnte nur einer Forge installieren. Na gut. Ja. Kein Problem. Und jetzt kommst du. Ja, du Wicht. Du kennst das doch gar nicht. Jetzt bin ich in der WG. Alles geht nicht mehr. Da geht gar nichts mehr. Nichts geht mehr. Nichts geht mehr. Gar nichts geht mehr. Null. Nee, deswegen liebe ich ja diese Modpacks, die Technik-Launcher und so weiter und so fort. Der Technik-Launcher. Wo alles vorinstalliert ist. Wo bist du, Dalu, auf deinem Turm? Auf dem minimal kleineren Turm. Nee, warum kann ich ja nicht mehr laufen? Der mit der größeren Plattform oder der kleineren? Der kleiner ist. Aber ich glaube, ich sehe da oben deinen Namen. Ein Turm ist größer als der andere. Schmeiß ihn mal bitte runter für mich. Was? Zumindest baut hier oben wer. Muss einfach mal hingucken, da kann ja gar nichts passieren. Hallo. Hi. Komm da, mal runter hier. Kann ja nicht sterben. Was hast du denn? Ach, du bringst Lapis. Okay, was macht denn Diamanthandel? Frauen, Geld, was soll das sein? Asyl im Krieg, der bald kommen wird. Da wollte Dalu also wieder Kiri anbieten, ja. Nee, ich dachte mir, ich bringe das. Jetzt auch noch, siehst du? Ich bringe jetzt haben das vorbei. Eine Rabattaktion. Ja. Denn ich wollte gleich Feierabend machen. Zum Preis von 3 oder was? Denn ich glaube so langsam. Sau, Dalu. Also wirklich. So langsam ist meine Platte voll. Ja, manchmal. Deine Platte ist voll? Ja. Mit dem Alter passiert sowas. Kiri, nur Spaß, ne? Ja, es ist ja. Nein, aber den Gutschein aus deinem Laden habe ich ja hier noch. Was? Bitte was? Aus dem Etablissement. Nur Spaß. Du meinst den Gutschein, es mit einem meiner Tiere treiben zu dürfen? Nee, das ist ja für die normalen Gäste. Wenn du die so bezeichnen willst, dann bezeichne ich sie so. Ja, ist wegen der Rechtslage. Oh Mann. Ihr seid aber auch alle versaut, ist ja der Wahnsinn. Du, wir haben. Ich kann da gar nichts für. 0 Uhr, da darf man das. Ja. Ach so. Ja, die Folgen kommen alle jetzt um 0 Uhr raus. Hast du recht, hab ich ganz vergessen. Scheiße, Mann. So. Hätte ich wissen müssen. Dann werde ich aber meine Aufnahme für heute beenden. Ich glaube, 5 Stunden am Server reicht. Ja, ein bisschen was haben wir geschafft. Hört man die auch an, wirklich. Ja. So. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Minecraft gestrandet. Tschüss. Tschüss. Tschüss.